Yes. Wunderschönen guten Morgen. So schön, dass du da bist. Ich halle noch ein bisschen. Macht nichts. Hey, geht's euch gut? Ja, gut, sehr gut. Ja, gut. Heute ist Schnee. Ich bin heute früh aufgewacht und unsere zwei Kleinen waren völlig aus dem Häuschen und haben scheinbar vor mir aus dem Fenster rausgeschaut, obwohl ich heute früher wach war. Es schneit Schnee, es liegt Schnee. Und dann dachte ich so, okay, jetzt hat es richtig geschneit. Ja. Ein bisschen Zucker, ne? So. Hey, wir sind nach wie vor in einer wundervollen Serie, die heißt Kennen wir uns? Und wir sind dran, uns kennenzulernen. Ich habe letzte Woche nicht gedacht, dass ich heute schon wieder hier stehe, aber so kommt es manchmal. Ganz liebe Grüße an Simon, der leider krank ist. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über kannst du mir das Wasser reichen? Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass diese Frau am Jakobsbrunnen, die mit ihrem Gefäß, mit ihrem, ich habe so Eimer mitgebracht gehabt, kam zu dem Brunnen. Und es ging darum, dass sie eine Begegnung mit Jesus hatte. Sie kam mit einem Brunnen, hat den Brunnen Jesus mit dem überfließenden Wasser, mit dem lebendigen Wasser kennengelernt. Und am Schluss wurde sie selber zum Brunnen, weil sie anderen von dem, was übergeflossen ist in ihrem Leben, weitergegeben hat. Und so eine starke Geschichte. Und heute gehen wir weiter und wir werden wieder über eine Person aus der Bibel sprechen, die eine Begegnung mit Jesus hatte. Und der Julian hat es schon wunderbar angekündigt. Das Thema ist, schau halt selbst. Und ich habe mich schon in deiner Einleitung so wiedergefunden, wahrscheinlich wie 99% aller Männer hier. Ich suche auch immer und ich sage ganz sicher, das war nicht da, aber es ist da. Es ist, manchmal denke ich, das ist irgendwie Gott, der da irgendwie uns veräppeln möchte oder so. Hey, aber ich liebe diese Serie, weil es geht um die Gegenwart Gottes. Es geht um eine Begegnung mit Jesus und wir können, also vielleicht wird es dir heute so vorkommen oder in den letzten Wochen, ja jetzt schon wieder darüber, wir können nicht genug darüber reden, weil es gibt nichts Wichtigeres als Jesus zu begegnen und eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben und sich jeden Tag, das ist so unser Leben als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, jeden Tag nach dieser Begegnung Ausschau zu halten und sich aufzumachen. Es gibt nichts Wertvolleres. Und ich habe für mich so, ich möchte eigentlich keinen Tag in meinem Leben vorübergehen lassen, wo ich nicht aktiv mit ihm connected habe. Und ja, das klappt nicht jeden Tag. Und ich bin so froh, dass Gott da nicht mit so einer Strichliste dasteht und sagt, hey, schon wieder nicht und schon wieder nicht. Also wenn du das Gefühl hast, hey, ich müsste in Sack und Asche Buße tun, weil ich es nicht mache. Ja, Buße tun ist gut, aber er steht nicht mit der Strichliste da, okay? Also einfach so. Mir ist so ein Herzensanliegen, dass das zu einem Ritual wird. Und Rituale sind ja in unserer heutigen Gesellschaft eher so, wie könnte man sagen, nicht so mehr so angesehen. Ne? Aber sowas darf so gern so ein Ritual werden, tagtäglich sich ihm auszuliefern und eine Begegnung mit ihm haben. Das war mir so für den Anfang auf dem Herzen. Johannes 1, Abvers 43 bis 51. Lass uns mal gemeinsam lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du die jetzt aufschlagen. Wenn du sie digital dabei hast, dann darfst du sie anmachen. Oder du kannst doch einfach mitlesen. Johannes 1, Abvers 43. Heißt, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh, schau halt selbst. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, hey, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.
Wuhu, yes. Nicht ganz so lang wie letzte Woche, aber nicht weniger stark, nicht weniger kraftvoll. Was für eine Begegnung. Es geht immer so hin und her, ne? Philippus sprach und Nathanael und Jesus. Und wir lesen, wenn du das Johannesevangelium anfängst zu lesen, es ist ziemlich am Anfang und es geht eigentlich los, dass Jesus anfängt, seine Jünger zu berufen. Und die ersten Jünger haben sich ihm angeschlossen. Und Johannes erkannte Jesus, hat ihn ja angekündigt, immer wieder. Und dann kommt diese Situation, Jesus ist nach Galiläa, da war er letzte Woche auch unterwegs, ist ein bisschen früher jetzt aber, unterwegs. Und es heißt, und das finde ich schon spannend, erster Vers, er fand Philippus. Offensichtlich hat er ihn gesucht. Also wenn er ihn gefunden hat, hat er ihn vermutlich gesucht. Und was für eine Aussage, allein darüber könnte man jetzt schon eigentlich predigen. Und ich mache das auch kurz, okay? Wir haben ja Zeit. Nein. Wie ermutigend ist das denn? Er sucht dich. Er ist auf der Suche nach dir. Er ist auf der Suche nach deinen Verwandten, die vielleicht gerade ohne Jesus unterwegs sind. Er ist auf der Suche vielleicht nach deiner Mutter, die ohne Jesus unterwegs ist. Oder nach deinem Kind, wofür du schon so lange betest. Hey, ist so gut, dass du fürs betest, aber Jesus ist auch da. Er steht mit offenen Armen da und er sucht. Er ist auf dem Weg. Hey, ich finde das so, wie stark ist das denn? Richtig stark. Richtig stark, come on. Hey, so cool, einer ist dabei. Ihr dürft übrigens gerne, ich liebe das, wenn Feedback kommt, ne? Also, ihr dürft gern mal irgendwie Ja sagen oder könnt auch Nein sagen. Aber genau, preach it, yes. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wir müssen doch suchen. Ja, es ist beides. Er klopft an unsere Tür an. Er sucht dich und er sucht deine Freunde, vielleicht die, wo du gerade schon so lange dafür betest. Und ich finde es so interessant, weil eigentlich macht es gar keinen Sinn, wenn du sagst, Jesus beruft seine Jünger und es heißt, er sucht sie, dann, wenn wir nach einer Person, die Mentoring oder sowas mit uns macht, dann ist es ja in der Regel so, dass du als Person die Person anfragst. Hey, könntest du vielleicht mit mir einen Abschnitt aus meinem Leben unterwegs sein? Könntest du mit mir ein Mentoring machen? Und Jesus dreht das komplett um. Ich finde das so cool, wie er das macht. Und dann geht es weiter und dann sagt er zum Philippus, folge mir nach. Also das ist für mich, es gibt es ja öfters in der Bibel, dass Jesus unterwegs ist und sagt, folge mir nach. Wir lesen das bei Levi. Er spricht ihn an, sagt, folge mir nach. Und wir lesen dann nur, er steht auf und ist ihm nachgefolgt. Jetzt lesen wir das hier auch wieder. Wir lesen es bei Matthäus. Er sagt, folge mir nach, Matthäus. Er steht auf und folgt ihm nach. Ich stelle mir das so vor, Jesus muss so eine krasse Ausstrahlung haben. Er muss sowas Anziehendes haben. Er hat es. Er muss es haben, als dass er spricht, folge mir nach und du lässt alles stehen und liegen und folgst ihm nach. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, wenn ich euch jetzt sagen würde, hey Leute, folgt mir nach, wir gehen jetzt da raus und gehen irgendwo hin. Wahrscheinlich würden vielleicht 10%, ja, keine Ahnung. Ich habe das nicht weitergedacht. Aber ich finde es so, ich finde das so cool und so stark, weil das ist unser Jesus. Der kommt in den Raum, der kommt in dein Leben und du merkst, wow, wer ist der denn? Was ist das denn für einer? Und du lässt alles stehen und liegen und folgst ihm nach. Aber es gibt auch Geschichten in der Bibel, wo Leute gesagt haben, hey, ich muss erst noch das und das und das erledigen. Und sie sind ihm nicht nachgefolgt. Es war ihnen zu viel, ihr Leben hinzulegen, den Reichtum abzulegen, um ihm nachzufolgen. Aber diese Menschen hatten eine Begegnung mit Jesus. Und das ist so der Moment, der bedeutet nie, dass du sagst, okay, ich muss. Du hast immer die Wahl. Es ist nie der Moment, wo Gott ruft und sagt, jetzt, komm jetzt. Du kannst immer wählen. Du hast einen freien Willen. Du kannst wählen, ob du ihm nachfolgst oder nicht. Es bedeutet auch nicht, dass jetzt ab dem Zeitpunkt alles viel einfacher wird. Das ist nicht das, was Jesus uns verheißen hat, dass alles einfacher wird, wenn wir ihm nachfolgen. Es bedeutet auch nicht, dass du ab dem Zeitpunkt kein Leid mehr erleben wirst. Aber es ist der Moment, wo Jesus dich bei deinem Namen ruft, wo er sagt, folge mir nach. Wo er sagt, Bernhard, folge mir nach. Sabrina, folge mir nach. Du kannst deinen Namen einsetzen, folge mir nach.
komm, folge mir nach. Ja, genau du, folge mir nach. Nicht irgendjemand anders, du bist gemeint. Du bist dafür bestimmt, ganz eng mit ihm unterwegs zu sein. Und unsere Antwort darauf ist ja oft so, ja was, ich? Du willst mich gebrauchen? Hey, da gibt es doch noch 150 andere hier in dem Raum. Nimm doch die. Die sind viel besser als ich. Ich habe letzte Woche wieder versagt. Oder habe es wieder nicht geschafft, mir das, was ich eigentlich mir vorgenommen habe, umzusetzen. Aber er meint genau dich. Er meint genau dich in all deiner Schwachheit, in all meiner Schwachheit, in all meinem Versagen, in all deinem Versagen. Er meint genau dich. Und ganz ehrlich, und jetzt vielleicht ein harter Satz, also gut zu hören, er braucht dich nicht. Er braucht mich auch nicht. Das ist jetzt heftig. Aber weißt du was? Er will dich. Er will dich. Er will dich. Er hat sich entschieden für dich. Er will dich. Wenn du einen Satz heute mitnimmst, dann nimm den mit. Er will dich. Sag mal, ich will, er will mich. Ich will. Er will mich. Ich will mich. Er will, trotz all unserer Schwächen, trotz all unserem Versagen, hat er sich entschieden für dich. Er will dich. Er hat einen Simon Petrus erwählt, der ihn verleugnet hat. Er hat es ihm verheißen, aber er wusste das ja schon vorher, hat ihn verleugnet. Und ein paar Tage später steht dieser Simon Petrus auf und preacht das Evangelium und 3000 Menschen bekehren sich. Das ist der, der vorher versagt hat. Dreimal hat er ihn verleugnet. Er hat sogar Jesus selber hat es ihm prophezeit. Und genau der steht auf unter der Kraft vom Heiligen Geist, predigt das Evangelium und 3000 Menschen geben ihr Leben Jesus. Hey, wenn das keine Ermutigung ist für uns. Er will dich gebrauchen. Er hat sich für dich entschieden. Er möchte nichts mehr, als dass du ihm dein Leben hinlegst und sagst, Herr, hier ist es. Mach du, was du möchtest. Mach du damit, was du damit vorhast. Und ja, manchmal gibt es auch Situationen, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl in dem drin, dass wir sagen, ja, ich kann es halt nicht. So bin ich halt und jetzt habe ich wieder versagt und ich kann mich auch nicht ändern. Und manchmal baden wir da so ein bisschen in unserem Selbstmitleid drin, oder? Oder? Kommt das Schweizerdeutsch durch. Es ist halt gerade so schwierig. Es ist halt gerade so herausfordernd. Wir leben in so einer herausfordernden Zeit. Und ja, jetzt nimm doch jemand anders. Aber weißt du, die Wahrheit ist, er starb am Kreuz für dich. Er hat alles auf sich genommen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, sagt sein Wort, steht in der Bibel. Das ist deine Identität. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist geliebt. Wenn er dich anschaut, dann freut er sich. Er freut sich wirklich, weil Jesus in dir lebt. Überall, wo du hingehst, bringst du Jesus mit. Was für ein Privileg, hey, wenn wir uns das mehr bewusst werden. Dieser Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Das heißt, überall, wo du hingehst, kannst du eine Begegnung für Menschen mit Jesus haben, weil er in dir lebt. Macht Sinn, sich zu überlegen, was wir alles so für Sachen machen, oder? Wenn er immer dabei ist. Die Bibel sagt, unser Leib ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Jetzt sind wir beim Vers 43, wir sind schon weit gekommen. Hey, Vers 44 bis 45 heißt es, Philippus, jetzt gehen wir weiter in der Geschichte, aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Jetzt der Philippus, ist kurzer Nebensatz, er heißt hier, er war von Bethsaida, wo auch Andreas und Petrus herkamen, geboren wurden. Und es ist ganz interessant, Jesus spricht dann später über die Stadt. Das ist eine Stadt, die ganz viel Zeichen und Wunder erlebt hat, die ganz viel übernatürliche Sachen erlebt hat, aber die daraufhin aufgrund der Zeichen und Wunder nicht umgekehrt sind. Scheinbar fanden die Zeichen und Wunder ganz, ganz toll und haben ihren Lebensstil einfach so weitergelebt. Aber sie haben nicht Buße getan, sie haben nicht ihr Denken verändert, sind umgekehrt und sind in die Wege, die Gott für sie vorhatte, hineingegangen. Und er spricht über die und ist eigentlich sauer auf die. Und genau da kommt der Philippus her, finde ich ganz interessant. Sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, auch er hat eine Vergangenheit, die vielleicht nicht so ruhmreich ist.
Und dann heißt es, wir haben den gefunden. Er sagt es zu Nathanael, hey, wir haben den gefunden, wir haben ihn gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und ich glaube, er ist völlig außer sich und begeistert und hatte die Begegnung. Das heißt ja, Jesus fand ihn, er sagt, folg mir nach, er folgt ihm nach und scheinbar ist er daraufhin sofort losgerannt, hat den Nathanael gesucht und hat ihm gesagt, hey, da ist er, die haben so lange auf ihn gewartet, jetzt ist er da. Und dann kommt die Antwort vom Nathanael, er sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kennst du das? Wenn du so richtig begeistert von einer Sache bist und du erzählst, du kannst gar nicht stillhalten vor lauter Begeisterung. Ich hatte so eine Situation in einem Leitungsteam gehabt und ich hatte so einen Eindruck oder den Gedanken, hey, ich sprich die und die Person an und ich werde mit der so was Neues aufbauen, hat so richtig Vision, war begeistert und erzähle das noch in dem Team und bin total außer mir und begeistert. Das kann mal vorkommen. Und weißt du, was die Reaktion war? Die Reaktion war, hey, den haben wir auch schon angefragt und weißt du, das ist schwierig, der ist eigentlich nicht so treu, der hilft eigentlich nicht so viel mit. Ich glaube, das kannst du vergessen. Und ich habe so gemerkt, wie in mir drin ich bin völlig, habe keine Freude mehr gehabt in dem Moment und habe gemerkt, hey, was ist jetzt los? Und hab dann so zu ihnen gesagt, hey Leute, ich wollte euch eigentlich gar nicht fragen, ob ich den ansprechen darf. Ich wollte euch eigentlich erzählen, dass ich ihn anspreche und dass ich so begeistert bin. Und ich musste mich entscheiden, trotzdem den Weg zu gehen. Und wisst ihr, das ist manchmal so, wenn wir so Begegnungen haben oder Eindrücke haben oder Dinge, die wir vorwärts bringen wollen, dann müssen wir Hürden überwinden. Dann müssen wir manchmal über manche Mauer rüberspringen. Und es gibt Menschen, und ich weiß, ich finde es total gut, wenn jemand auch sagt, hey, bist du dir sicher? Und in dein Leben reinspricht und auch mal ein kritisches Wort da reinbringt, ist absolut toll. Aber es gibt auch Menschen, die sind so grundsätzliche Skeptiker, die, wenn du was Neues startest, sagen, hey, boah, mach das mal lieber nicht. Das sind so Menschen, die würden gern halt einfach so halten, wie es ist. Status quo behalten, ist eigentlich genug weitergekommen. Und da gibt es so einen Spruch, und ich liebe den, da heißt es, alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Es ist doch manchmal so, ne? Wenn wir immer nur nach dem leben, was unsere Erfahrung ist, was wir schon erlebt haben, dann werden wir nicht weiterkommen. Und ich liebe es, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Weil genau die haben noch nicht diese Erfahrungswerte, wie ich oder du vielleicht hast. Die kommen, die machen einfach, die erleben. Jetzt gibt es das berühmte Beispiel mit der heißen Herdplatte. Da ist schon gut, wenn wir dann auch sagen, hey, probier das mal nicht aus, verletzt dich. Aber ich finde es so stark, die probieren es einfach aus, dieser kindliche Glauben. Ich glaube, wir brauchen mehr davon. Und jetzt die Reaktion von Philippus ist einfach der Hammer. Er sagt, komm und sieh. Schau halt selbst. Komm und sieh. Er fängt nicht an zu diskutieren. Hey, wie oft machen wir das, wenn wir jemanden von Jesus erzählen wollen oder kannst du auch eine ganz andere Geschichte da reinfügen und wir sind so am Reden und du merkst, die Person ist nicht so überzeugt, die ist skeptisch. Und wir fangen an mit Argumentationspunkt Nummer 1, Argumentationspunkt Nummer 2 und dann kommt noch der dritte und dann hast du dir so zurechtgelegt und jetzt muss es checken oder muss sie es checken. Philippus sagt, komm und sieh, mit anderen Worten, du brauchst die Begegnung mit ihm und dann wirst du ihn kennenlernen. Ich liebe es zu diskutieren auch mal. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der absolute Diskutierweltmeister, aber es ist wunderbar auch mal so das zu diskutieren und sich theologisch und wie auch immer auch über Autos und über Fußball rede ich auch sehr gern und diskutiere auch gern mit. Aber wenn es darum geht, wir können keine Begegnung mit Jesus herbeirufen oder sowas. Das kann nur er, dass er der Person oder dir begegnet. Philippus sagt, komm mit und schau selbst. Komm mit, ich bring dich zu ihm. So eine simple Botschaft. Und das ist genau das, worüber wir reden in den ganzen Wochen jetzt. Komm und sieh. Komm, mach dich auf, öffne dein Herz, mach dich auf, dass du eine Begegnung mit Jesus haben kannst. Dass du diese persönliche Begegnung mit ihm hast. Du brauchst nichts mehr als das. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und ich sage es noch ein paar Mal. Vers 47 heißt dann,
Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe, wow, das ist ja krass, Emily, dein iPad, warst du das? Ich darf das iPad von Emily nehmen, auf einmal hat sich hier der Bildschirm verändert. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist auch cool. Der Hammer. Okay, also Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Hey, man könnte sagen, Jesus findet Philippus und durch Philippus findet Jesus Nathanael. Nathanael hat die Begegnung jetzt mit Jesus und er spricht einfach das an, was er in ihm sieht. Er schaut in sein Herz. Er sieht nicht nur das Äußere, sondern er sieht direkt in sein Herz hinein und er spricht zu ihm und sagt, eine andere Übersetzung sagt, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Ich finde das so großartig, weil er spricht ihm direkt seine Identität zu. Er spricht ihm direkt zu, was in ihm ist, drin ist. Du könntest auch sagen, er holt direkt das Gold hervor, was Jesus in jeden von uns hineingelegt hat. Das, was von außen manchmal nicht sichtbar ist, das, was tatsächlich in dir drin ist, das, was dich ausmacht, das ruft Jesus hervor. Und dann antwortet Nathanael, Vers 48, und sagt zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jetzt kommt ein Wort der Erkenntnis noch mit rein, was Jesus ihm weitergibt. Nathanael ist überrascht, woher kennst du mich? Woher kennst du, woher weißt du, wie ich bin? Und Jesus geht direkt noch tiefer. Und er sagt, bevor Philippus dich rief, habe ich dich schon unter dem Feigenbaum gesehen. Er weiß alles über ihn. Und weißt du, er weiß auch alles über dich. Er kennt dich durch und durch. Er weiß genau, wer du bist. Und er hat entschieden, er will dich. Er will dich, er sucht dich, er will dich. Und ich bitte dich heute Morgen nicht aufzuhören, egal wie es dir gerade geht, auch wenn du alles in dir drin sagst, hey, ich weiß gar nicht, ob der mich wirklich will. Und auch wenn du sagst, hey, ich bin skeptisch, genau wie der Nathanael skeptisch war und gesagt hat, was soll denn Gutes kommen aus Nazareth? Hör nicht auf, dich aufzumachen und nach ihm zu suchen. Schau halt selbst, hör nicht auf, nach ihm zu schauen. Er will dir begegnen. Es ist kein Problem für ihn, wenn du skeptisch bist. Es ist überhaupt kein Problem für ihn. Er kann es handeln. Also wenn es einer handeln kann, ich glaube dann eher. Er kann damit umgehen, wenn Zweifel da sind. Bring sie zu ihm. Lass nicht zu, dass deine Zweifel dich wegziehen von ihm, sondern bring die Zweifel mit. Gib sie ihm und sag, Herr, ich habe so viele Fragen. Nathanael, er hat diese Begegnung, er kennt ihn sofort und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und das finde ich so stark. Hey, vielleicht kannst du nochmal Vers 45 einblenden. Da heißt es, genau, Philippus findet Nathanael, spricht zu ihm, hey, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Das finde ich so interessant, weil erst sagt er hat gehört, wen sie gefunden haben, und dann hat er die Begegnung mit ihm. Und dann sagt er, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Dann hat er seine wahre Identität von Jesus, hat er ihn wirklich kennengelernt, hat er festgestellt, wer er wirklich ist, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist das erste Mal im Johannesevangelium, wo es heißt, wo eine Aussage über Jesus als den Sohn Gottes gemacht wird. Und das ist von der Person, die skeptisch war. Sie hatte die Begegnung mit Jesus, war total skeptisch, hat die Begegnung gehabt, und sagt, wow, Rabbi, Lehrer, Meister, du bist der Sohn Gottes. Was so stark. Vers 50 heißt dann, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Jetzt ist Jesus überrascht. Ich finde, ich liebe solche Geschichten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen. Hey, und jetzt ist ja so cool, dass wir die Bibel haben, jetzt kannst du da weiterblättern. Kapitel 21, Johannes 21, Vers 2 heißt es, das ist der Moment, wo Jesus auferstanden ist
Und die Jünger waren zusammen und Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael, das ist der Nathanael von Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren da. Das ist die Begegnung am See Tiberias, wo Jesus ihnen begegnet. Und Nathanael hat den Auferstandenen gesehen. Jesus hat ihm prophezeit, du wirst Größeres sehen. Und er sieht das Größte, was man, glaube ich, sehen kann, die Auferstehung von Jesus, wie er leibhaftig vor ihnen steht. Was für, wie cool ist das denn? Er war live dabei, er hat es ihm prophezeit, du wirst Größeres sehen und er sah Größeres. Er sah Größeres. Hey, das ist die Prophezeiung, die dürfen wir für uns nehmen. Wenn er ausspricht über dir, ich möchte dir noch viel mehr zeigen von mir, dann ist es nicht ein netter Wunsch oder sowas, sondern dann möchte er das tun. Dann ist es das, was er möchte. Es kommt der Vers 51, er setzt da nochmal einen oben drauf. Er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Als hätte es nicht schon genug Prophezeiungen in den Versen gegeben, setzt Jesus direkt nochmal einen oben drauf und sagt, hey, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen. Der Himmel ist offen. Und Jesus bezieht sich aufs Alte Testament, auf 1. Mose 28, Vers 12, wo der Jakob diesen Traum hatte, wo eine Leiter vom Himmel runterkommt und die Engel sind auf- und abgestiegen. Und er spricht das aus, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen auf- und niedersteigen sehen, also die Engel auf den Sohn des Menschen. So, Jesus ist die Leiter, könnte man sagen, die den Himmel und die Erde verbindet. Die Verbindung. Und Nathanael sollte genau das sehen, dass da eine Verbindung zwischen Himmel, wenn wir es Vater unser beten oder aussprechen und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann ist es genau das. Dafür ist Jesus gekommen, dass sein Reich komme, dass mehr von seiner himmlischen, von den übernatürlichen Dingen, vom ganzen Himmel, von dem ganzen Segen auf unserer Erde präsent wird, dass Menschen eine Begegnung mit ihm haben können. Und ich habe mir die zentrale Idee oder Proklamation, wird es vielleicht noch besser treffen, für diese Woche ausgedacht oder den Eindruck gehabt, dass die es auf den Punkt bringt. Und es sind einfach mal drei Sätze, da steht, Jesus sieht dich, Jesus will dich, Jesus kennt dich, Jesus will dich, komm und sieh oder schau halt selbst. Jesus sieht dich, Jesus kennt dich, Jesus will dich. Komm und sieh. Können wir das mal gemeinsam zusammen aussprechen, laut? Also los. Jesus sieht dich, Jesus kennt dich, Jesus will dich. Komm und sieh. Schau halt selbst. Sehr gut. Hey, sag mal zu deinem Nachbarn genau das. Bitte jetzt. Jesus sieht dich, Jesus kennt dich, Jesus will dich. So gut. Ihr Lieben, Nathanael hat diese Begegnung mit Jesus gehabt. Direkt vorher hat Philippus die Begegnung mit Jesus gehabt und Jesus fordert ihn auf und sagt, folg mir nach. Und weißt du, du hast die freie Wahl, aber ich möchte auch heute nicht den Moment vorübergehen lassen, als dir die Frage zu stellen, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast, wenn er noch nicht in deinem Leben drin ist, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast, wenn er nicht dein Herr und dein Erlöser ist, dann ist heute die herzliche Einladung und ich glaube, Jesus steht vor dir und sagt, hey, komm und folge mir nach. Und ich möchte dich einladen, den Moment nicht an dir vorbeigehen zu lassen. Aber mach es nicht mir zuliebe, bitte nicht. Sondern wenn du spürst, dass dieser Jesus an deine Herzenstür anklopft und vor dir steht, hey, dann möchte ich dich einladen, den Moment zu nehmen und Ja zu ihm zu sagen. Und wenn dich das betrifft, hey, es hilft, wenn wir die Augen schließen. Auch wenn wir hier Familie sind. Für mich ist das Familie, auch wenn ich noch ganz frisch in der Familie dabei bin. Aber wir sind verbunden durch den Heiligen Geist. Wir wollen Familie sein, im Großen und im Kleinen. Und wenn dich das betrifft, wenn du heute Ja sagen möchtest zu Jesus, hey, dann lade ich dich ein, dann sei ganz mutig und heb deine Hand gerade jetzt. Ist jemand hier im Saal oder am Livestream,
dich sehe ich nicht. Aber auch deine Hand, du machst es ja nicht für mich, sondern du machst es für Jesus. Wenn du heute hier bist und noch keine persönliche Beziehung hast oder vielleicht auch sagst, hey, ich bin so weit weg von ihm und ich möchte den Schritt wieder neu zu ihm machen, dann ist jetzt der Moment, wo du deine Hand heben kannst. Danke für deine Hand. Danke für euren Mut. Zwei Hände gesehen. Vielen, vielen Dank. Ich würde so gern mit dir beten und wir beten alle gemeinsam mit, weil das ist, es gibt keine wichtigere Entscheidung, als die Entscheidung für Jesus zu treffen und zu sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. So lass uns gemeinsam beten. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist nach 3 Tagen. Ich möchte nicht mehr mein eigenes Leben leben, sondern ich gebe dir mein Leben hin. Bitte komm du und erfüll du mich. Ich möchte nicht mehr meine Wege gehen, sondern ich möchte ab heute deine Wege gehen. Danke, dass du mich so sehr liebst und dass du mich bei meinem Namen berufen hast. Ab heute gehöre ich dir. Amen. Halleluja. Lass mal Applaus geben. Noch eine zweite Sache machen. Ich hatte in der Vorbereitung so stark den Eindruck, dass Gott heute Berufungen aussprechen möchte. Ich weiß nicht, ob du vielleicht hier drin saßt und die ganze Zeit einen Gedanken in dir drin trägst, was Gott, vielleicht hat er auch schon was, ja, es sind so 2 Dinge, die mir so in dem Sinn sind, ich muss meine Gedanken kurz sortieren. Vielleicht sind es auch Dinge, die er schon mal gesprochen hat und die du vergraben hast. Und die irgendwie weit weg sind, aber er möchte sie heute wieder hochholen, weil er dich dafür gesetzt hat, die Dinge vorwärts zu bringen. Weißt du, kein Mensch kann deine Berufung so gut ausführen wie du selber. Es gibt keinen Menschen, der es besser könnte. Und das ist nicht arrogant, sondern du bist einzigartig. Weil du einzigartig bist, kann keiner die Sache so angehen, wie du sie angehst. Man kann sie ähnlich machen, aber genauso wie du kannst nur du. Und ich glaube, es sind Menschen heute hier und du hast dieses klare Reden in deinem Leben schon erlebt. Vielleicht erlebst du es auch heute Morgen, aber vielleicht hast du es vor 7 oder 8 Jahren schon erlebt. Und ich möchte dich einladen, es wieder hochzuholen. Und vielleicht tut es sogar weh, das wieder hochzuholen, aber es gibt nichts Größeres, als wenn du das wieder hochholst, was Gott schon gesprochen hat in deinem Leben. Weil er möchte dich gebrauchen. Er will dich. Er kennt dich und er will dich. Er hat ein Ja für dich. Okay? Und wenn dich das betrifft, dann mach das einfach für dich an deinem Ort fest. Aber manchmal hilft es auch. Und vielleicht hörst du jetzt zum ersten Mal so eine Berufung. Und es gibt Geschichten, unter anderem Reinhard Bonke, ich glaube, der hat mit 8 Jahren seine Berufung bekommen für Afrika und hat Nationen dort, die ganze Nation verändert. Egal wie jung du bist und egal wie alt du bist, wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin jetzt Senior und jetzt ist, er meint dich. Und wenn du ganz jung bist, er meint genau dich. Er sieht dich. Ich lade dich ein, wenn du jetzt so einen Gedanken hast, bring den jetzt in der Worship-Zeit, wenn wir nochmal in einen Song hineingehen, gerade zu Jesus. Und wenn du das Gefühl hast, ich brauche da Unterstützung, dann komm nachher zum Kreuz nach vorne und
bet mit Leuten drüber, komm zu uns, wir sind so gern für dich da. Und auch ihr, die ihr Ja zu Jesus gesagt habt, ich möchte euch einladen, bitte kommt nachher nach vorne. Heute kommt ihr nach vorne und dann können wir gemeinsam rausgehen und so eine Birne reindrehen, wenn du möchtest. Aber einfach komm bitte erstmal zum Kreuz nach vorne. Wir würden so gern mit dir beten, noch ein paar Informationen dir weitergeben. Danke, Jesus, für dein Reden. Danke, Jesus, für, dass du Berufung austeilst, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns kennt und der sagt, ich will dich. Komm und folge mir nach, ist dein Reden. Und wir wollen eine Church sein, die dir nachfolgt, die dir bedingungslos nachfolgt, die sich dir hingibt, weil du bist es wert. Du hast alles für uns gegeben und Herr, wir wollen alles dir geben.